Mein Leben war einst so wundervoll. So voller Magie und Möglichkeiten. Ich konnte Stunden mit Malen und dem Ausdenken von tollen Geschichten verbringen, die ich dann all meinen Freunden erzählte. Ich habe gehofft, dass meine Geschichten so inspirierend seien, dass sie den Lauf der Welt verändern und vielleicht sogar verbessern könnten. Ich war so ein Träumer. Aber für einen Moment schien es, als ob all meine Träume wahr werden könnten. Billy war meine Welt. Der Mann meiner Träume. Doch Träume können so leicht zerstört werden. Der Mörder nahm nicht nur Billys Leben. Er nahm ja auch mein Leben. Das Einzige, was die Polizei herausfand, war, dass der Mörder einen roten Kapuzenpullover trug. Am Tatort wurde zudem noch ein Fetzen roten Stoffes gefunden. Die Polizei stellte die Untersuchungen rasch ein. Und mein Leben war zerstört. Was tut man, wenn man seinen Glauben verloren hat, seine Hoffnung, den Willen, um weiterzuleben? Ich wollte immer wundervolle Geschichten erzählen. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass meine Geschichte jemals so enden würde. Wir ziehen das durch. Durch. Ich weiß, dass du genauso hungrig bist wie ich. Gehört ihr nicht ins Bett?
Miss Crawford? Wie geht es ihr? Der Wagen hat sie voll erwischt. Wir behalten sie über Nacht hier, nur um sicher zu gehen. Aber sie wird schon wieder. Kommt jemand aus der Familie? Es ist jemand auf dem Weg hierher. Die Polizei wartet unten auf sie. Sie müssen noch ihre Aussage machen. Aber wenn sie noch einen kleinen Moment Zeit haben, sie möchte sie gerne sehen. Hey. Sie wollte Ihnen noch etwas sagen. Nein, 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 weck sie nicht auf. Sie wird aber sauer sein, wenn Sie weg sind. Kommen Sie morgen wieder? Ich weiß nicht. Ich werde es versuchen. Woher weiß ich, dass Sie es ernst meinen? Samantha Crawford. Sam. Nenn mich bitte Sam. Wie ist dein Name? Ich heiße Macon. Und Sie haben mir gerade etwas versprochen. Das habe ich wohl getan. Aber ihr geht's gut? Es ist nur halb so wild. Sie schafft es. Sind Sie ein Verwandter oder? Ich kümmere mich um Sie. Miss Evans müsste sofort hier sein. Und wie lautet Ihr Name? Joe. Joe Bradford. Joe? Joe Bradford? Ja. Ich bin Sam. Samantha Thomas. Sam? Was hast du getrieben, Mädchen? Das ist unglaublich. Was machst du hier? Geht's dir gut? Mir geht es gut. Das ist die junge Frau, die die Kinder hierher gebracht hat. Das ist doch ein Scherz, oder? Von all den Menschen auf der Welt. Sind es deine Kinder? Nun, das ist etwas komplizierter. Man könnte denken, dass sie beide sich kennen. Sie war meine beste Freundin, als wir Kinder waren. Oh, komm her, Mädchen. Station 3. Ja, Sir, sie ist hier. Wie lange ist das jetzt her? 20 Jahre? Entschuldigung, aber der Detective wird langsam ungeduldig. Genau. Ich soll sie aber zu ihm schicken. Hast du eine Karte oder sowas? Hier, ich habe noch eine gefunden. Sie ist ein wenig zerknickt. Danke. Ja, Sir, sie ist auf dem Weg zu ihm. Wir müssen uns treffen. Es gibt viel zu erzählen. Es tut gut, dich zu sehen, Joe. Finde ich auch. Denk dran, mich zu besuchen. Das werde ich. Hört mal alle her. Das ist Joe Bradford. Seine Oma ist die neue Hausmeisterin. Heißt ihn alle herzlich willkommen. Schon und such dir einen Platz. Der Platz ist besetzt. Was hast du für Essen? Hast du was zum Tauschen? Magst du Wackelpudding? Ja. Ich gebe dir meinen Wackelpudding und bekomme dafür deine Kartoffelchips. Einverstanden. Können wir morgen wieder unser Essen tauschen? Gut, das machen wir. Da sie deine Freundin ist, kann sie es dir ja verraten. Du Blödmann, ich werde dir einen kleinen Tipp geben. Und das mache ich extra langsam, damit du mich auch wirklich verstehst. Denn es wird ein kalter Tag in Jamaika werden. Ja.
Wir sehen uns morgen beim Mittagessen? Ja. Vergiss ja nicht meine Kartoffelchips. Sam. Hey, Cricket. Wie geht's, mein Mädchen? Heute war ein komischer Tag. Hey, Cowboy. Hey, schöne Frau. Hast du auf der Bank etwas für mich abgeholt? Das habe ich. Gut, denn ich habe keine mehr. Du hast dich also entschieden, sie doch zu schreiben. Das gefällt mir wirklich sehr. Also, wo hast du sie hingelegt? Wo habe ich was? Meine 2-Dollar-Scheine, meine Jeffersons. Vielleicht habe ich sie ja in den braunen Wandschrank getan. In den braunen Wandschrank? Aber warum solltest du die Geldscheine in den alten Wandschrank legen? Hä? Was macht das für einen Sinn? Warte, wenn ich dich kriege. Hallo? Sie haben Ihr Versprechen gebrochen. Was? Und Sie schulden mir 1/4 Dollar. Nein. Nein, warte, ich komme ins Krankenhaus. Zu spät. Die haben uns nach Hause geschickt. Nach Hause? Genau. Und wegen Ihnen bin ich jetzt ein riesengroßer Lügner. Denn ich habe Keisha gesagt, dass Sie im Krankenhaus besuchen.
Das habe ich ihr gesagt. Megan, es tut mir sehr leid. Dann sage ich jetzt mal auf Wiedersehen. Nein, Megan, warte mal kurz. Ich wollte Keisha noch etwas richtig Tolles kaufen. Etwas kaufen? Ja, genau. Was denn? Etwa Süßigkeiten? Ganz genau. Welche magst du denn am liebsten? M&M's, die mag ich. Die mag sie am liebsten. Und Pizza. Mit Schinken und Pilzen. Verstanden. Wie ist eure Adresse? Was habe ich dir gesagt? Wen haben wir denn da? Wurde auch Zeit, dass sie endlich auftauchen. Es freut mich auch, dich zu sehen. Wo sind deine Manieren? Hey. Ja. Hallo, Keisha. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Sam. Keisha, du solltest dich beeilen, wenn du noch etwas essen möchtest. Megan, du tust gerade so, als hättest du noch nie Süßigkeiten bekommen. Ich heiße Maddie. Das war sehr nett, dass sie meinen Kleinen geholfen haben. Das hätte doch jeder getan. Oh nein, das stimmt nicht. Hey, T, hast du mal Feuer? Kann ich ein bisschen mit Tee abhängen? Lass den Mann in Ruhe, Junge. Kann ich Tee? Mir egal. Wo führt diese Straße genau hin? Sie kreuzt vier weitere Straßen und endet dann. Suchen Sie was Bestimmtes. Ich wollte noch zu dieser Adresse, nachdem ich bei Ihnen war. Ich denke, dort wohnt ein Freund von mir, aber ich bin mir nicht sicher. Zeigen Sie mal. Heißt Ihr Freund Joe Bradford? Ja, Ma'am. Dann haben Sie Glück. Denn dort lebt er. Willkommen im Ghetto, Liebes. Danke sehr. Sie wollen bestimmt zu Joe, stimmt's? Er hat gesagt, dass Sie ihn besuchen wollen. Ich bin Denise. Ich arbeite mit ihm. Hallo, ich bin Sam. Oh, ich weiß, wer Sie sind. Er hat viel von Ihnen erzählt. Kommen Sie rein. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ich wusste, dass du kommen würdest. Hallo. Ich kann deine Hilfe gut gebrauchen. Ich kann mir vorstellen, was du denkst. Wie um alles in der Welt bin ich hier gelandet? Ich bin einfach nur froh, dich zu sehen, Joe. Halt mal bitte. Ich hoffe, du hast genug. Ja, vielen Dank. Kommt her! Schlag ein, du, schlag ein. Hallo, hallo. Und du. Was seid ihr eigentlich? So, bitte schön. Das ist toll. Kommt alle zusammen. Ja.
bedeutet, dass sie sich alle benommen haben und das die ganze Woche. Und dafür gibt es... Glatteis! Oh, und das hier ist meine gute Freundin aus meiner Kindheit, Miss Sam. Heißt sie willkommen. Hallo, Miss Sam! Hallo. Seid ihr soweit? Wir sind soweit! Seid ihr soweit? Wir sind soweit! Yeah! Sein Name ist Snuffy! Yeah! Er ist ein Clown! Yeah! Und wenn er Spaß will, yeah! Dann geht es los! Yeah! Los, Snuffy! 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 Yeah! Alter Mann, hast du deine Dialyse heute gemacht? Nein, nein. Aber das werde ich später. Yeah! Ihr Name ist Sam. Yeah, sie ist ein Clown. Yeah, und wenn sie Spaß will, yeah, dann geht es los. Yeah! Los, Sam! Los, Sam! Los, Sam! Los, Sam! Los, Sam! Los, Sam! Die ganze Zeit gemacht. Ich meine, auf deiner Karte steht, dass du so etwas wie Kinderbuchautorin bist. Nicht mehr. Vor ein paar Jahren habe ich mit dem Schreiben aufgehört. Was gibt's, Bernard? Ich hab Durst, Papa Joe. Das können wir ändern, großer Mann. Komm mit. Geh auf keinen Fall weg. Das will ich nicht. Hey, Denise. Ja? Kannst du Joe sagen, dass ich gleich wieder da bin? Das werde ich tun. Was ist los? Bruder, sehe ich nicht aus wie ein Gangster? Ich bin ein richtig harter Kerl. Junge, ich will nicht, dass du das ansiehst. Hast du verstanden? Geh nach Hause, Mädchen. Mann, es tut mir leid, verstanden? Junge, geh wieder ins Haus. Miss Crawford, bitte bleiben Sie sitzen. Detective. Also, was hatten Sie dort zu suchen? Ich habe nach ein paar Kindern gesehen, die ich ins Krankenhaus gebracht habe. Ah ja, dieser Autounfall. Es war ein Mädchen aus dem Ghetto, davon habe ich gehört. Als ich im Ghetto war, habe ich einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung von Billys Mörder gepasst hat. Er hatte einen roten Kapuzenpulli und er ist ein Mechaniker. Sind Sie jetzt der Detective? Sie wissen schon, dass wir jeden Mechaniker und jeden Bauarbeiter in einem 5-Meilen-Radius befragt haben. Hier ist mal eine Neuigkeit für Sie. Jedes Gangmitglied trägt dort rote Sachen. Sie suchen nach der Nadel im Heuhaufen, Miss Crawford. Hören Sie, ich bin kein Rassist, sondern ein Realist. Das sind die Ghettos. Dort feiern die den 21. Geburtstag von jedem Mitglied, als wäre es ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Haben Sie jemals mit einem Pitbull-Welpen gespielt? Die sind so süß, so knuddelig. Und dann werden sie erwachsen und werden zu dem, was die Natur für sie vorgesehen hat. Dagegen kann man nichts machen. Sie sollten an die Kinder denken, denen sie geholfen haben, denn auch die werden erwachsen. Ich habe Ihnen das erzählt, damit Sie begreifen, wie es dazugeht. Der Mörder Ihres Mannes ist mit Sicherheit schon tot. Vielen Dank, Detective.
Fängst du mit einem neuen Buch an? Nicht wirklich. Das ist meine Idee, aber die ist noch weit entfernt von fertig. Aber ich würde sie gerne hören. Ich benehme mich auch. Komm schon. Na gut. Aber es ist nur eine Idee. Es war einmal eine sehr kleine Goldamsel, die Firebird hieß. Und Firebird liebte den Sonnenschein. Er liebte es, sich im Sonnenschein zu sonnen. Wenn es anfing zu regnen, beschwerte er sich bei seiner Mutter darüber. Er wollte wissen, warum Gott dem Sturm die Macht gegeben hat, die Sonne zu verschrecken. Und seine Mutter lächelte ihn an und sagte, eines Tages wirst du wissen, wieso, wenn du auf den Wolken spazieren gehst. Immer und immer wieder regnete es doll und immer wieder beschwerte sich Firebird darüber bei seiner Mutter, bis eines Tages ein richtig gewaltiger Sturm aufzog. Dieses Mal hatte sie eine andere Antwort. Sie sagte, dort oben wartet etwas auf dich, was du mit eigenen Augen gesehen haben musst. Jetzt bekam es Firebird mit der Angst zu tun. Er war noch nicht so oft geflogen, aber er wagte den Weg in das große Abenteuer. Doch anstelle von Antworten begegneten ihm Blitze und Donner und heulende Winde. Er fürchtete, zerschmettert zu werden. Firebird war kurz am Umkehren, als es passierte. Er brach durch die Wolken und dann sah er sie. Schöner als jemals zuvor. Und in diesem Moment wurde es ihm bewusst. Kein Sturm kann die Sonne jemals verdecken. Die Sonne wird immer scheinen. Sie wird immer scheinen, so wie seine Mutter ihn immer lieben wird. Und so wanderte Firebird auf den Wolken und genoss die Sonne. Firebird. Das ist mehr als nur eine Idee. Das musst du aufschreiben, Sam. Komm her. Ist es? Zeit für die Belohnung! Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet, Kinder. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf euch. Und ich werde es im ganzen Viertel rum erzählen, damit jeder weiß, wie schlau ihr alle seid. Als erstes wenden wir uns an den Mann, der es uns allen bewiesen hat. Und das in 4 Fächern. Snuffy! Yeah! Sehr gut, Kinder. Sehr gut. Bernard. Peach. Chloe. Keisha. Franz und Willis. Ausgezeichnete Leistung. Das steht mir auch zu. Ist das so? Beweis es mir. 5 Einsen, Baby? Stimmt das? Ja, Sir. Dafür brauche ich aber Beweise, Einstein. Aber das soll nicht jeder mitbekommen. Aha. Und warum nicht? Ich habe meine Gründe. Nun... Das kann ich mir vorstellen. Aber solange ich das nicht schriftlich habe und es dann auch öffentlich machen darf, nehme ich an, dass du das tust, was du am besten kannst. Mich auf den Arm nehmen. Ich nehme dich nicht auf den Arm. Dann bring mir das schriftlich, Großer. Beweis mir, dass du es drauf hast. Das ist doof. Wen haben wir denn da? Sie lebt. Hey, wollt ihr alle eine kleine Geschichte hören? Ja! Diese Frau da hat mir mal mein Leben gerettet. Wollt ihr wissen, wie? Ja! Das habe ich mir gedacht. Hi-ja!
hast meinen Vogelfreund verscheucht. Er sollte der Hauptcharakter meiner neuen Geschichte werden. Siehst du? Ach ja? Worum geht es in deiner Geschichte? Es geht um diesen kleinen Vogel, der herausfindet, dass Gott sich sogar um Spatzen kümmert. Und dann ist er glücklich. Was hast du bloß mit diesen ganzen Malen und Geschichtenkram? Und warum trägst du dein Pyjama in der Öffentlichkeit? Zum letzten Mal. Das ist kein Pyjama. Verstanden? Komm mit. Wo gehen wir hin? Zu einem besonderen Platz. Du wirst schon sehen. Was soll das denn sein? Das ist mein Trainingsplatz. Ich bin nämlich ein echter Samurai-Krieger. Aber Joe, ich denke, es gibt gar keine. Ich weiß. Es gibt keine schwarzen Samurai. Es gibt nur mich. Verdammt! Ich werde hart trainieren. Ich werde hart kämpfen. Und dann werde ich die Welt retten. Ich werde stark sein, Sam. Sehr stark. Geschichten zu schreiben ist trotzdem besser. Mir egal. Hat es dir noch nicht gereicht, Jimmy Landry eine runterzuhauen? Ach, das war doch noch gar nichts. Hi-ya! Bleib zurück, Sam. Ich mach das. Was ist mit meinem Vater? Kommt er noch? Nein, Kleiner, er wird es leider nicht schaffen. Grandma? Ja, mein Kleiner. Warum hat mein Vater mich nicht lieb? Oh, bist du aber ein hübsches Ding. Du hast Besuch, Joe. Komm ruhig rüber, Kleines. Komm her. Hallo. Ich hab dir was gemalt. Samurai Joe. Das sieht voll super aus. Mir ist klar geworden, wenn ich sogar einen Schlangenbiss überleben kann, dann kann ich auch alles andere überleben. Ich meine, ich bin praktisch unbesiegbar und stark und kann also auch alleine klarkommen. So stark ist niemand, Kleiner. Und das musst du auch nicht sein, denn du wirst niemals allein sein, Joe. Du wirst niemals allein sein. Die Wahrheit ist, ich hätte an diesem Tag sterben können, wenn Miss Sam nicht bei mir gewesen wäre. Wie viele von euch müssen ohne Vater aufwachsen? Ich weiß, dass das manchmal sehr schwierig sein kann. Aber meine Grandma hat mir an diesem Tag etwas Wichtiges beigebracht. Das Leben wird nicht immer gut zu dir sein. Es wird Zeiten geben, wo du traurig und wütend bist. Sogar so wütend, dass du jemanden verletzen willst. Aber egal, wie dir das Leben zusetzen wird, du bist nie allein. Alles klar. Sehr gut. Ich habe gute und auch schlechte Neuigkeiten. Welche wollt ihr zuerst hören? Die schlechten zuerst! Na gut. Die schlechte Nachricht ist, dass der Essenstruck morgen leider nicht kommen wird. Und die gute Nachricht ist, dass er schon da war. Wie schaffst du das alles, Joe? Es geschieht Erstaunliches, wenn man einfach fragt. Die Wahrheit ist, meine Nachbarin Denise kam auf diese Idee und ich bin
Einfach ein kleiner Teil davon. Hey, es tut mir leid, dass ich letztens einfach verschwunden bin. Warum spricht sie nicht? Das hat sie früher. Aber sie hat viel erleben müssen. Sie möchte, dass du mit ihr kommst. Also, wo ist der? Wo ist wer? Sie schulden mir immer noch einen $0.25. Meinst du das ernst? Oh, das ist aber eine fantastische Zeichnung. Hast du das gemalt? Wow, in dir steckt eine kleine Künstlerin. Sie malt immer diese blöden Pferde. Dabei hat sie noch nie eins in echt gesehen. Es gibt nichts Blödes an einem Pferd. Sie sind die faszinierendsten Tiere auf Erden. Das da sieht genauso aus wie meins, Cricket. Wenn Sie mich fragen, ist das nur Zeitverschwendung. Dich hat ja auch keiner gefragt, oder? Ich finde es sehr schön. Ich halte das für keine gute Idee. Sie möchte, dass Sie mit hereinkommen, damit sie in ihr Zimmer zeigen kann. Da sollten wir zuerst deine Grandma fragen. Ich warte hier. Sie wird Nein sagen. Sie will keine Weißen in ihrem Haus. Nein, ich nehme sie nur auf den Arm. Ich frag sie mal. Ich habe dir verboten, in mein Haus zu gehen. Was? Wir müssen uns mal unterhalten, Junge. Kommt schon. Kommt mit mir. Warten Sie mal eine Sekunde. Was haben Sie gerade gemacht? Sie waren in Tees Haus. Verdammt. Und Sie haben dort unser Essen vergessen. Kommt ihr wieder. Geht einfach weiter. Auf keinen Fall. Ich will es wissen. Was haben Sie gerade gemacht? Nichts. Sie verbergen etwas. Sind Sie von der Polizei? Nein. FBI. Das ist lächerlich. Ich bin nur eine Freundin von Joe. Nein, das kaufe ich Ihnen nicht ab. Sagen Sie mir die Wahrheit, oder ich werde Joe sagen, dass Sie etwas im Schilde führen. Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Was willst du? Was? Du willst mich erpressen. Also was soll es denn sein? Was willst du haben? Das Doppelte von dem, was in der Tüte war. Eine Flasche Cola, 3 Snickers-Packungen und eine Viertel-Dollar-Rolle. Ist das alles, Megan? Das Pferd. Sie werden Keisha ihr Pferd zeigen. Und ich schwöre, wenn Sie noch etwas Komisches machen, werde ich es Joe erzählen. Das verspreche ich Ihnen. Oh, du hast es versprochen. Komm jetzt. Mir geht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Spricht Detective Miller. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.
Detective Miller, hier spricht Samantha Crawford. Sie müssen für mich einen Namen überprüfen. Anthony Jones. Ich weiß, Sie denken, ich spinne, aber bitte überprüfen Sie den Namen und rufen Sie mich zurück. Stimmt das? Das mit dem Pferd und der Farm? Oh. Aber natürlich. Achtung, meine Damen und Herren. Aus purer Großzügigkeit und Nächstenliebe hat uns Miss Sam zu einem Ausflug auf ihre Farm eingeladen. It's looking better and I'm loving the weather. Things are coming together, now I'm smiling again. Hope is the reason there's a change in the seasons. And if we keep believing, we'll be smiling again. It's the first day of the best days of all. Habt ihr da hinten Spaß? Wusstest du, dass Pferde eine besondere Gabe besitzen? Möchtest du wissen, welche Gabe das ist? Man kann ihnen all seine Geheimnisse verraten, denn Pferde verraten sie nicht weiter. Cricket kennt all meine Geheimnisse. Die guten und die schlechten. Und sie hat sie noch nie verraten. Du kannst dir alles sagen und niemand wird es erfahren. Komm schon, Mann, das musst du sehen. Alles klar, Megan. Ich bin gleich da. Sehr gut. Also, du musst sehr vorsichtig sein. Ich weiß wie. Das habe ich schon tausendmal im Fernsehen gesehen. Ich muss nur eins dieser Dinger greifen und dann daran. Wenn ihr damit nicht spielen würdet. Tut mir leid. Miss Sam hat recht, alle zusammen. Das sind ihre persönlichen Sachen.
Ihre Country-Musik hat mir mal mein Leben gerettet. Bitte was? Das stimmt, als ich im Gefängnis saß. Mhm. Das will ich aber genauer wissen. Wollt ihr diese Geschichte wirklich hören? Ja, das möchten wir. Na gut. Das Erste, was man im Gefängnis lernt, ist, dass man sich nur um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern hat. Geh einfach weiter, Jungspund. Nein, Sir. Ich denke, hier gefällt es mir ganz gut. Hier drin gibt es Regeln. Und deswegen solltest du dich verziehen. Zisch ab, bevor ich sauer werde. Isst du dein Maisbrot nicht? Los, verzieh dich, alter Mann. Redest du mit mir, Kumpel? Sehr gut, ich wollte sowieso gerade gehen. Du bist neu hier, also bekommst du noch eine Warnung. Bleib bei deinen eigenen Leuten, Schaf. Oder Big Mac. Muss ich persönlich um dich kümmern. Ich kann diesen Müll nicht länger ertragen. Ich meine, ein Bruder braucht sein R-E-S-P-E-K-T. Das muss da wohl drin sein. Sei ruhig und wisch. Ey. Du hast da was vergessen. Das kann ich nicht hinnehmen. Auf keinen Fall. Und was ist jetzt, ihr Deppen? Was? Genau. Was machen wir jetzt, Mann? Wenn wir das hier überleben, erinnere mich daran, dass ich dich umbringe. Ja. Yeah. Looking around here, this old place ain't what it used to be. So I'll pack up my guitar, won't you forgive me, sweetheart? Won't be hearing nothing more from me. Darling, I have to hitch my way to Georgia. Kennst du auch Hank Williams? Kenn ich alles. Was willst du denn hören? Das reicht jetzt, Mädels. Zurück in eure Zellen. Country Music. Haben Sam und viele von meinen Freunden andauernd gehört. Diesen Song habe ich bestimmt über 1000 Mal gehört. Wo ich jetzt drüber nachdenke, Miss Sam hat mir schon 2x das Leben gerettet. Ach nee. Alles klar, dann bringen wir die Feier mal in Schwung. Oh Mann. Seid ihr alle bereit?
Haben Sie ihn überprüft? Wusste ich nicht, denn der Kerl war einer unserer Verdächtigen, aber er hatte ein Alibi. Er war bei seinem Cousin am besagten Tag. Aber ich sage Ihnen, dass ich... Das ist mir vollkommen egal, was Sie meinen. Miss Crawford, was ich brauche, sind Beweise. Leider kann ich niemanden aufgrund Ihres Bauchgefühls verhaften. Lassen Sie diesen Fall einfach in Ruhe. Sie werden nichts Brauchbares finden, selbst wenn Sie sich auf den Kopf stellen. Aber rufen Sie mich nicht wieder wegen dieser Sache an, verstehen Sie? Es gibt nichts zu finden. Hier sein zu dürfen. Ich verstehe zwar immer noch nicht, wie eine Kinderbuchautorin diesen aussagekräftigen Preis verdient hat, da ich doch nur ein paar Bücher verkauft habe. Denn jeder hier in diesem Raum versucht sein Möglichstes, um die Welt zu verändern. Mein Ehemann Billy hätte sich mit Sicherheit hier bei Ihnen wohlgefühlt. Heute Abend möchte ich mit Ihnen Billys Idee teilen, denn er wollte die Welt durch Liebe verändern. Der 2-Dollar-Schein ist Billys Symbol der Liebe geworden. Millionen werden gedruckt, Millionen sind im Umlauf. Aber kaum einer beachtet sie. Einige horten die Scheine, die anderen übersehen sie. Billy sagte immer, es gibt genug Liebe für jeden Menschen auf der Welt. Man muss sie nur teilen. Er hatte diese verrückte Idee. Er fing an, vollkommen fremden Personen 2-Dollar-Scheine zu schenken. Das war seine Art. Entschuldigen Sie bitte, vielen Dank. Hier versteckst du dich also. Wow. Was ist das alles? Das ist mein Leben. Gehört das alles dir? Ja. Hey, da ist ja der kleine Vogel, den du immer gezeichnet hast. Hast du sein Buch geschrieben? Nein, das habe ich nicht. Warum? Nun, ich habe einfach nicht mehr an die Geschichte geglaubt. Was ist dir passiert, Sam? Wo ist das hoffnungsvolle Mädchen, das du einmal warst? Sie ist gestorben. Und dann gehen wir ins Haus. Ihr habt mich verstanden. Kommt schon, wir gehen jetzt rein. Hey, alter Mann. Hey. Warst du am Dialysegerät? Nein. Werde ich aber noch. Versprochen. Rick und ich kümmern uns um die Kinder. Sie braucht dich jetzt. Aber du schuldest mir was. Was? Schulden? Was meinst du? Was willst du? Ich weiß nicht, aber dir wird bestimmt was einfallen. Hey, wie wär's mit einem richtigen Tanz? Vorsicht, junge Frau. Du kannst diese Bewegung nicht einfach leugnen, oder? Und auch das kann ich. Jetzt geh schon. Bis später. Bis später.
Hey, Sam, warte mal. Einverstanden, meine Kleine. Ich warte im Haus auf dich. Klingt nach einem tollen Mann. Warum hat er dich dann ausgewählt? Du hast dich aber auch sehr verändert. Ja. Ja, das habe ich. Joe, was ist los mit dir? Meine beiden Nieren funktionieren seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja, genau. Ich habe eine permanente Behinderung. Und dann bin ich quasi aus dem Knast ins Ghetto abgerutscht. Wie lange warst du im Gefängnis? Sie haben mir 8 Jahre gegeben. Für den Diebstahl von $200. 8 Jahre? Ich wollte beweisen, dass ich etwas wert bin, verstehst du? Darum ging es. Ich wollte meinem Vater beweisen, wie falsch es war, dass er uns verlassen hat. Dass ich jemand geworden bin. Weißt du, Sam, ich habe als einer der Besten in meiner College-Klasse abgeschlossen. Computeringenieur. Ich hätte nach meinem Abschluss bei IBM anfangen sollen. Und was ist dann passiert? Ein paar Freunde und ich fingen an zu hacken. Und kurz vor dem Abschluss behauptete jemand, dass ich mich nicht in eine Bank hacken könnte. Ich sag dir, die Wetten, die du gewinnst, kosten dich am Ende mehr als die, die du verlierst. Es war mein Stolz, der mich zu Fall gebracht hat. Das Gefängnis hat aber auch etwas Gutes. Denn an diesem hoffnungslosen Ort hatte ich das stärkste Einsehen in meinem Leben. Etwas für dich. Gib mir deine Hand. Nein, lass das. Das ist gut. Schau genau hin, denn deine Leute da drüben wissen, dass du die Grenze überschritten hast. Und deswegen helfen sie dir auch nicht. Jetzt gibt es nur noch dich und mich. Lass ihn gehen. Wie ich ihn gehen lasse, hängt jetzt ganz allein von dir und deinem Verhalten ab. Es ist ganz einfach. Alles, was ich von dir will, ist, hierher zu kommen und diesem alten Idioten ins Gesicht zu spucken. Ich meine, das tun sie doch mit uns und das schon seit 400 Jahren, mein Bruder. Nein. Junge, du kommst jetzt sofort hier rüber und rotzt ihm in sein hässliches Gesicht. Oder ich werde ihn auf der Stelle fertig machen. Mach schon. Es ist in Ordnung. Du solltest ihn jetzt besser gehen lassen. Bring den her zu mir. Sah, den ich im Begriff war zu töten, erkannte ich plötzlich, wie weit mich meine Wut und mein Stolz getrieben hatten, wie tief ich gefallen war. Ich wurde 40 Tage und 40 Nächte in Einzelhaft gesperrt. Ich hatte niemanden zum Reden. Also sprach ich zu Gott. Und in dieser Dunkelheit und dem einsamsten Ort habe ich seine Liebe zum allerersten Mal in meinem Leben gespürt. Seitdem bin ich nicht mehr derselbe.
Diese Liebe spüre ich immer dann, wenn die Kinder um mich herum sind. Ich sehe in ihre Augen und ich weiß... Ich weiß, dass es etwas gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ich denke, ich könnte deine Hilfe erneut gebrauchen. Joe, komm. Hier, setz dich. Joe, ist es nicht besser, wenn wir dich ins Krankenhaus bringen? Nein, sieh mich an, du schaffst das. Steck den Stecker rein. Und schalte den Schalter hinten an. Jetzt das da auch. Steck es rein. Oh Gott. Ist das so richtig? Gut, gut. Sehr gut. Gut so? Klapp das um und drück auf den roten Knopf. Oh, ich denke, das war jetzt das dritte Mal, oder? Dieses Kind ist ein Engel. Ihre Mutter hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Eines Abends, als Megan bei einem Freund war, ist ein Mann in ihr Haus eingebrochen. Keisha hat sich in einem Schrank versteckt, als ihre Mutter umgebracht wurde. Und dann hat dieses Monster das Haus in Brand gesteckt. Glücklicherweise hat jemand Keishas Schreie gehört, ist in das Haus gerannt und hat ihr das Leben gerettet. Aber seitdem hat sie kein Wort mehr gesprochen. Du hast sie gerettet, Joe, oder? Ich? Samurai Joe? Nein. Nein, das war jemand anderes. Sein Name ist Anthony Jones. Die beiden hatten niemanden, der sich um sie kümmern konnte. Keine Verwandten. Niemanden. Ihre Nachbarin Maddie hat sie bei sich aufgenommen. Joe, mein Ehemann wurde in deiner Nachbarschaft ermordet. Hinter Murphys. Deswegen war ich in der Gegend, als Keisha angefahren wurde. Ich war dort, wo... Ich dachte, ich hätte den Mann gefunden, der meinen Mann auf dem Gewissen hat, aber damit liege ich wohl völlig falsch. Ich lag auch schon einige Male falsch. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass es keine Sackgasse gibt, solange du erkennen kannst, was vor dir liegt. Sleepless one, oh, rest your heart with mine, and don't you be surprised when all your fears fade. Take your time, oh, love, don't be alarmed, though pain is found. Surely now, joy still abounds. And in your silence, pray with me. And in the night, dear, stay with me. Oh, 'cause the morning is bringing good news. Hey, Miss Sam, ich hab Hunger. Wir besorgen dir etwas auf dem Rückweg. Wo ist Joe? Ich hole ihn.
Joe? Miss Sam? Miss Crawford? Ja. Ich bin Dr. Reeves. Ich wollte Sie wegen Mr. Bradford informieren. Geht es ihm gut? Sein Körper verweigert die Dialyse. Wenn er nicht bald eine Ersatzniere bekommt, befürchte ich, dass er sterben könnte. Aber im Moment ist eine Niere verfügbar. Und auf dem Weg hierher. Wie lange wird das dauern? Das kann niemand sagen, aber es muss schnell gehen. Aber dann wird das schaffen, oder? Wir tun, was wir können. Er ist wach, falls Sie ihn sehen wollen. Wie geht es dir? Ich habe Sie reden gehört. Und Sie denken, dass ich den Eingriff nicht überleben werde. Das könnte es gewesen sein. Hast du Lust auf eine Geschichte? Ich denke schon. Lehn dich zurück. Es war einmal. Es gab einen kleinen Jungen, der in einem kleinen Dorf lebte. Und er wusste, dass er dazu bestimmt war, ein großer Krieger zu werden. Aber keiner an seinem Dorf glaubte ihm. Nicht einmal seine beste Freundin. Die Zeit verging. Und der kleine Junge und seine beste Freundin wurden erwachsen. Und sie lebten sich auseinander. Und wie das Leben manchmal so spielt, verloren sie sich aus den Augen. Aber viele Jahre später führte sie die Vorsehung wieder zusammen. Und als sie sich unverhofft gegenüberstanden, konnte sie ihren Augen nicht trauen. Denn vor ihr stand jetzt der Allerstärkste, der Allernobelste, der Allermutigste Mann, den sie jemals getroffen hat. Ein wahrer Krieger. Ihr hattet Spaß auf der Farm, stimmt's? Ja, Ma'am. Joe ist im Krankenhaus. Das weiß ich. Ich brauche Geld für den Bus. Ich muss noch etwas mit ihm klären. Weißt du, Macon, es gibt zu wenig gute Männer auf unserer Welt. Es ist, als ob Gott nur eine bestimmte Anzahl zulässt. Und Joe ist wahrscheinlich ein guter Mann. Deswegen stirbt er auch. Und das ist nicht fair. Aber so ist nun mal das Leben. Und es gibt nichts auf der Welt, was du dagegen tun kannst. Nichts. Ich wünschte, du könntest diesen Mann in Frieden sterben lassen. Gott weiß, dass er das braucht. Aber wenn du wirklich gehen musst, findest du ein wenig Geld in der Keksdose. Danke sehr, Ma'am.
Vielen Dank. Ich musste etwas sagen. Es war mein Fehler, dass Keisha angefahren wurde. Ich habe etwas geklaut und wir wurden erwischt. Als wir weggerannt sind, wurde sie... Das ist in Ordnung. Ich bin froh, dass du mir das erzählt hast. Wer hätte das gedacht? Alles Einsen. Warum wolltest du mir das nicht zeigen? Weil die Jungs in der Schule sagen, dass es dumm ist, gut in der Schule zu sein. Das ist nicht cool. Du bist die Definition von cool, mein Freund. Du bist einer der schlauesten und talentiertesten jungen Männer, die ich je getroffen habe. Es gibt nichts, weswegen du dich schämen müsstest, und ich bin sehr stolz auf dich. Du musst mir einen Gefallen tun. Das wäre toll. Ich tue mein Bestes. Willst du mein Vater sein? Danke, dass Sie ihn zurückgebracht haben. Wie geht es ihm? Mit einer Transplantation gibt es eine kleine Chance. Ich weiß nicht, was da draußen passiert ist oder was Sie getan haben, aber... Das hat sie. Ist das wahr? Das werde ich mit Vergnügen. Sie möchte sich bei Ihnen bedanken. Danke, dass Sie Keisha mit auf die Farm genommen haben. Und jetzt sehen Sie sich an, was Sie vollbracht haben. Ich habe Gott versprochen, dass ich mit dem Trinken aufhöre, wenn meine Kleine widersprechen würde. Wollen Sie hereinkommen? Sehr gern. Alles klar. Drück meine Hand, wenn ich die Augen öffnen soll. Das sind wir. Das ist wunderschön. Das gefällt mir. Die sind alle ganz toll. Bitte, Kleines, sag mir, wo du das gesehen hast. Keisha, bitte!
hat sie das gesehen? Hat ihr das jemand gezeigt? Macon! Das war Tee. Er hat dir das irgendwann mal gezeigt. Er sagte, dass es das Einzige ist, was er gut zeichnen könnte. Liebes, was ist in dich gefahren? Ich muss gehen. Wer sind Sie? Ich bin Samantha Crawford. Sie haben meinen Mann erschossen. Wie haben Sie mich gefunden? Nicht! Das wollen Sie ganz bestimmt nicht tun. Nicht bevor Sie sich angehört haben, was ich Ihnen zu sagen habe. Denn Ihr Ehemann wollte, dass ich Ihnen etwas mitteile. Ich weiß, dass Sie mir nicht glauben. Aber ich muss Sie bitten, es zu versuchen. Sie wissen ja bereits, dass ich bei ihm war. Sie sind der Beste, mein Freund. Es geht wieder. Es lag am Transformator. Ich weiß das zu schätzen. Haben Sie noch warmen Kaffee? Habe ich nicht, aber mache ich ihn schnell. Danke sehr. Hey, wohnen Sie in der Gegend? Soll ich Sie mitnehmen? Bin auf dem Weg zu meinem Cousin. Wenn der Regen aufhört. Das könnte eine Weile dauern. Brauchen Sie was? Nein, Mann. Nein. Und nach 5 Minuten wäre er mit einem Sandwich und einem frischen Kaffee aus meinem Leben verschwunden. So wäre es normal gewesen, aber stattdessen gesellte er sich zu mir und wir unterhielten uns. Sein Truck brauchte Starthilfe, also habe ich ihm geholfen. Ich kenne mich mit Autos aus. Er meinte, wir sollten uns wiedersehen. Am nächsten Tag wollte er wieder zu Murphy kommen. Dann sah ich ihn weggehen. Hier, ich weiß, dass du schon sie auf die Nase. Nein, Mann. Na gut. Danke nochmal, Mann. Hab einen schönen Abend. Werde ich. Schon wieder. Es wird alles wieder gut. Willst du dein Portemonnaie haben? Ich werde Hilfe holen gehen.
Bevor er seine Augen schloss, sagte er mir noch etwas. Richte Sam aus, dass sie immer auf den Wolken wandern wird. Ich wusste, dass sie es auf mich schieben würden. Also bin ich weggerannt. Seit diesem Tag bin ich nicht mehr derselbe. Wegen ihres Ehemannes. Hat er ihnen sonst noch was gegeben? Ja, Ma'am. Liebe Sam, du kannst dir nicht vorstellen, was es mir bedeutet hat, dein Gesicht wiedergesehen zu haben. Dieses kleine, liebevolle, rothaarige Mädchen, das einen Fremden wie einen Freund aufgenommen hat. Deine einst hoffnungsvollen Augen sind nicht mehr voller Hoffnung, denn sie tragen nur noch den Schmerz eines zerstörten Lebens in sich. Solche Augen kenne ich zur Genüge. Aber auch durch den schlimmsten Schmerz kann man neue Eindrücke bekommen. Hier auf der Schwelle des Todes fühle ich mich lebendiger als je zuvor. Ich weiß, ich habe das getan, wozu ich auserkoren war. Diese Kinder zu lieben. Ich wusste, Denise konnte das nicht alleine bewältigen. Aber dann bist du aufgetaucht. Vielleicht können dich diese Kinder wieder auf den richtigen Weg bringen, Sam. So wie sie es bei mir geschafft haben. Ich habe gehört, was mit ihrem Mann passiert ist. Es tut mir leid, Kindchen. Nein, mir tut es leid. Ich wollte keinen Ärger verursachen. Ach, sie bedeuten keinen Ärger, Liebes. Sie sind Familie. Kannst du dich noch an die Geschichte von deinem kleinen Spatzen und Gott erinnern? Du hast gesagt, du würdest nicht mehr daran glauben und das ist in Ordnung. Gott ist geduldig. Dafür bin ich der Beweis. Was auch immer geschehen mag, ich habe meinen Frieden und das wünsche ich mir für dich auch. Finde deinen Weg, Sam. Teile deine Geschichten. Sie sind wichtig. Lebe. Atme. Und finde deinen Glauben wieder. Das Leben ist wundervoll, voller Magie und Möglichkeiten. Ich dachte, meine Geschichte wäre zu Ende. Aber ich habe mich getäuscht. Es war einmal eine kleine Goldamsel und seine Mutter nannte ihn Firebird wegen der Anzahl seiner wunderschönen orangenen Federn. Und der kleine Firebird liebte den Sonnenschein. Er konnte sich für Stunden in der Sonne ein. Sehr gut. Joe hat mir geholfen, etwas wiederzufinden, was ich als verloren geglaubt habe. Etwas, an das ich einst so stark glaubte, dass die Stürme des Lebens kommen müssen. Aber gerade in diesen stürmischen Zeiten, in den einsamsten Stunden von allen, ist man niemals wirklich allein. Liebe ist die stärkste Macht auf unserer Erde. Ich habe gesehen, was die Liebe vermag, und das ist beeindruckend. Manchmal stelle ich mir eine Welt vor, in der ein jeder weiß, dass Liebe bedingungslos ist. Was wäre das für eine wunderschöne Welt? Ich denke, Billy hatte recht. Jeder Mensch trägt das Gefühl der Liebe in sich. Ein jeder. Und alles, was man tun muss, ist, sie zu teilen. Wenn Gottes Liebe wie die Sonne wäre. Konstant und unabänderlich. Was ist, wenn wir eines Tages aufwachen und verstehen würden, dass dieses Gefühl in uns allen wohnt?
28% aller Kinder in der Welt wachsen ohne ihren biologischen Vater auf. 24,7 Millionen davon leben in Amerika. Dieser Film wurde durch die wahren Begebenheiten meines Lebens inspiriert. Ich lebe in Nashville, Tennessee, wo ich meine Arbeit weiterhin mit gefährdeten Kindern und Jugendlichen fortsetze. Denise und ich sind verheiratet und haben heute 7 eigene Kinder. Aber immer noch nennen mich unzählige Kinder Papa Joe. Auch sie können die Welt eines bedürftigen Kindes für immer verändern. Es gibt viele Organisationen auf der ganzen Welt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, gefährdeten Kindern zu helfen. Aber sie brauchen ihre Unterstützung. Wenn Sie ACT unterstützen wollen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit und besuchen Sie unsere Homepage unter anunconditionalthemovie.com. Dort erfahren Sie, wie Sie Hoffnung und Wandel in das Leben dieser Kinder bringen. Denn jedes Kind verdient bedingungslose Liebe. It's looking better and I'm loving the weather. Things are coming together, now I'm smiling again. Hope is the reason there's a change in the seasons. And if we keep believing, we'll be smiling again. It's the first day of the best days of my life. All because hope saved my life. Sit back and sit my